möchte ich erstmal den Herrn Jochen Günther vorstellen, also von Jochen Günther Training und Consulting. Der wird uns also ein Beispiel für eine effektive Automation mit JDF anhand des Beispiels von der Druckerei Rauch in Augsburg erzählen. Augsburg, genau, weil ich komme nämlich auch aus Augsburg. Und einer unserer ehemaligen Studierenden hier, der wird hier mithelfen, der Maximilian Ress. Ja. So, also toll, dass man da Alumni wieder findet hier bei uns. Finde ich also ganz toll. Und jetzt seid ihr dran. Ja. Okay, danke. Zu dem Thema JDF im Digitaldruck. So können Sie Ihre Produktivität steigern. Also als ich am Anfang diesen Vorschlag gemacht habe, hier einen Vortrag zu halten, ist mir die Firma Rauschdruck gleich eingefallen, einem Kunde von mir, wo wir versucht haben, mit JDF wesentlich weniger Aufwand bei der Ansteuerung und bei der Konfiguration von Druckaufträgen an Digitaldruckmaschinen zu machen. Und da möchte ich Ihnen kurz mal was zu sagen. Wir haben hier im Text, den müssen Sie jetzt nicht komplett lesen, irgendwo was geschrieben von 1500 Seiten pro Minute. Das ist verteilt auf verschiedene Druckmaschinen und es ist nicht so, dass dort eine Druckmaschine bedient wird, sondern wir haben dort eine Vielzahl an Druckmaschinen und müssen auf unterschiedlichen RIPs unterschiedliche Konfigurationen und da JDF ja fast standardisiert ist, Rainer, oder so war das so? teilweise gewisse RIP-spezifische Parameter noch berücksichtigen. Kurz zu meinem Namen, ich mache seit 1998 mache ich Training und Consulting. Davor habe ich digitale Farbdrucksysteme oder Farbkopierer hießen die damals noch, mit RIPs verkauft. Habe irgendwann eine Cloud-Applikation, hieß sie dann irgendwann, die Color Arena gebaut, mit der man Farbe kontrollieren kann. Und irgendwo kam dann auch das Thema PDF und Automatisierung mit dazu. Und ich bin eben Mitglied auch in der PDF Association und im ZIP 4. Entschuldigung, Rainer, dass das falsch rum ist von der Reihenfolge von oben nach unten. Dann übergebe ich das mal an den Maximilian Max von der Firma Rauschdruck. Ja, vielen Dank. Ich will auch gar nicht zu lange, man hört es auch, ich bin aus dem Augsburger Raum, ja. Ich will gar nicht lang hier den Fachvortrag unterbrechen aus Sicht eines Verkäufers, Vertrieblers, der klassisch aus diesem Bereich kommt, seit 2 Jahren bei Rauschdruck. Aber Jochen, weil wir viele Telefonate in letzter Zeit geführt haben und da ist auf der anderen Seite, auf meiner Seite manchmal einfach Stille. Der Jochen sagt dann immer, Max, bist du noch da? Es geht mir hier, Jochen, das liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich verstehe es einfach manchmal nicht, die Sprache. Deswegen, da werde ich mich noch verbessern in nächster Zeit. Genau. Ich bin seit 2 Jahren im Unternehmen. Ganz klassische Aufgaben, Marketing, Vertrieb. Die Corona-Pandemie hat mit eingespielt, dass wir Prozesse bei uns intern verbessern. Das gelingt uns ja schon sehr gut und haben aber noch dahingehend einiges an Verbesserungspotenzial für die Zukunft. Wie gesagt, der Herr Professor Weichmann hat es schon eingangs erwähnt, ich habe 2015 hier an der Hochschule meinen Abschluss gemacht im Print Media Management. Wahnsinn, was sich entwickelt hat. Ich wollte hier eigentlich parken auf dem Parkplatz, aber ist nicht. Hier war Wiese. Ja, sehr interessant, Wahnsinn. Und ja, ein paar Worte einfach nur zu Rauschdruck. Wir sind eine ganz klassische Offset-Druckerei, früher auch im Bogenbereich tätig. Die haben wir aber schon vor Jahren, vor meiner Zeit, entfernt. Wir haben mittlerweile 10 Digital- und Inkjet-Systeme, auf denen wir produzieren und machen noch endlos und Formular im klassischen Offset. Genau. Der Hintergrund ist natürlich, alles geht in Richtung Auflage 1, schnelle Reaktionszeiten. Unsere Kunden kommen ganz klassisch aus der Industrie, Handwerk, Automobilhäuser, die noch Formulare benötigen, aber der Trend geht natürlich dahingehend, mehr Volumen durchzuschleusen, und das geht mittlerweile nur in dem Falle mit JDF und dieser Versmarterung unserer Mitarbeiter, die ganz easy drucken können. Ja. Das ist der Hintergedanke.
Okay. Dann, was wir gemacht haben bei der Firma Rauschdruck ist, wir haben einen lokalen Webserver eingerichtet, eine Web-GUI gemacht, man könnte auch sagen eine lokale Cloud, in der die Auftragsinformationen auf drei Arten importiert werden. Die werden halbautomatisch, automatisch oder aus Shop-Applikationen werden die Sachen in Datenbanken geschrieben. Diese Sachen werden dann über ein Web-Interface abgerufen. Ich habe unten mal hier so einen Teil dieser Oberfläche einfach mal oben genommen. Der Drucker wählt hier die Produkte, die er drucken will, aus. Abhängig von den Produkten gibt es verschiedene Zonen, in denen gedruckt wird. Er kann ein Auftragsdatum eingeben. Er hat hier einen roten Button. Der rote Button sagt, da sind noch so und so viel halbautomatisch zu importierende Druckaufträge drin. Da gibt es Diskussionen oder Gespräche drüber. Ich würde es automatisch machen. Die Drucker möchten sehen, was da noch neu reingekommen ist. Deshalb gibt es da einen Schalter mit 0 und 1, den könnte man hin und her schalten. Für die Drucker ist es besser, sie sehen, was da ist. Es gibt dann noch eine zweite Art von Druckaufträgen, die dort aufgelistet werden. Und dann stehen hier eigentlich nur, in dem Falle sind das 250 Aufträge, die hier noch unten dran sind, stehen die Aufträge mit verschiedenen Parametern zu den Druckaufträgen. Und am Anfang hat der Drucker die Möglichkeit, ein, zwei oder sonst wie viele Druckaufträge auszuwählen. Und die werden dann gedruckt. Das war's. Mehr braucht der Drucker nicht tun. Er hat die Möglichkeit, noch auf diese Parameter, die Metadaten, zuzugreifen und dort irgendwo gewisse Informationen zu dem Auftrag abzurufen. Ist das schon mal gedruckt worden? Wann muss das fertig sein? Gibt es da irgendwo spezifische Informationen zu dem Auftrag? Dann ist über diese Web-GUI wird der gesamte die Überwachung des Prozesses passiert dort. Es passiert eine automatische PDF-Korrektur, das heißt, jede PDF-Datei, die reinkommt, wird automatisch kontrolliert. Da wird nach verschiedenen Regeln kontrolliert und es werden auch gewisse Prüfungen oder Korrekturen gemacht. Diese Korrekturen werden auch automatisch erzeugt und dann liegen die original und korrigierten Daten dem Drucker zur Verfügung und er kann damit arbeiten. Was an Informationen dort noch auswählbar sind, sind Produkte, Endformate, dass also ein Kunde, ein Drucker sagen kann, ich möchte jetzt nur DIN A4, DIN A3, DIN A6 oder was auch immer drucken. Diese Möglichkeiten hat er hier relativ einfach über diese Dropdown-Fenster und dann werden ihm entsprechend die Druckaufträge angezeigt. Die Services oder die Arbeiten, die dort noch passieren auf dem Server, sind der FTP-Server, das heißt dieser FTP-Austausch mit den externen Schnittstellen, wo die Aufträge herkommen. Dann gibt es da einen sogenannten Ticket-Server, wo einzelne Aufträge in ein Ticket reingeschrieben werden oder Batch-Tickets gemacht werden. Das heißt, da kommen jetzt 30 DIN A5 Aufträge, werden zusammengefasst, müssen gedruckt werden, werden in eine Datei geschrieben und dann werden die in diesen Ticket-Server geschickt und automatisch werden die gesamten Informationen, die für die JDF-Erzeugung notwendig sind, mitgeschrieben und können dann verarbeitet werden. Dann bauen wir gerade das Ganze um auf die PDF-Toolbox, wobei die PDF-Toolbox läuft im Grunde seit Anfang an. Aber wir wollen neben der Datenprüfung auch das Ausschießen komplett auf die PDF-Toolbox umstellen. Das Farbmanagement läuft schon komplett über die PDF-Toolbox. Das heißt, auf diesen 10 Druckmaschinen wird kein Farbmanagement mehr gemacht. Wir haben festgestellt, dass das Farbmanagement auf den Maschinen so viele Möglichkeiten bietet, dass es nur zu Ärger und Auseinandersetzungen führt. Das Farbmanagement wird auf den Maschinen komplett ausgeschaltet. Es gibt eine Einstellung, wie gedruckt wird und dann funktioniert das auch und da gibt es keinen Ärger. Man hat es sogar so geschafft, dass man mit baugleichen Digitaldruckmaschinen ein und das gleiche Profil verwenden kann. Und da werden wir ziemlich rigoros kontrolliert. Was man dann noch
vor Jahren, war so vor 10 Jahren, gehabt hat, war eine Software, die der Hersteller mit Software zur automatisierten Verarbeitung von Druckaufträgen bezeichnet. Das wird auch teilweise auch als Workflow-Server bezeichnet oder Cloud-Server und weiß der Geier nicht alles. Man kann da JDF mitschreiben. Es steht da drauf, ja, aber es funktioniert leider nicht. Und das ist auch eine Sache, die man, wenn man mit JDF arbeitet, berücksichtigen muss. Alleine JDF-Aufkleber vorne, den man, das Logo kann man kostenlos, glaube ich, runterladen, ne? Das hilft nicht. Und wir werden diese ganzen Sachen, die hier oben laufen, das werden wir rausschmeißen. Und dann gibt es einen Workflow-Server, der das mit diesen verschiedenen Tickets macht. Das hat verschiedene Gründe, warum wir das mit den Tickets machen, weil wir dann auch nicht an die Datenstruktur oder die Verzeichnisstruktur des, wir haben es geschrieben, der Software für die automatisierten Verarbeitungen gebunden sind. Wie läuft sowas dann ab? So ein Ticket kommt zum Beispiel für einen Flyer. Der muss ausgeschossen werden. Da ist die Frage, das gibt der Drucker noch ein, ob er das mit Nutzen oder als Sammelform verschickt haben will. Er kann für verschiedene Weiterverarbeitungen unterschiedliche Arten des Zwischenschnitts verwenden. Es gibt 4.0 oder 4.4, das heißt also einseitig oder beidseitig. Und dann eine ganze Litanei. Ich habe Ihnen ja nun mal einen kleinen Vorgeschmack oder Einblick gegeben an Papiersorten. Diese ganzen Daten werden bei einem einzelnen Auftrag mit der Auftrags-PDF und der JDF, in der die ganzen Informationen drinstehen, zur Druckmaschine geschickt, beziehungsweise technisch richtig beschrieben ist es so, die JDF wird zur Maschine geschickt, dann kommen die 2 Stunden, die der Rainer vorhin schon angesprochen hat, die die PDF-Datei zur Verfügung stehen muss, und dann wird die PDF-Datei abgerufen. Das Ganze kann man aber auch in ein Paket reinpacken, und dann wird die PDF mit dem JDF als eine Datei übertragen. Das ist ein einzelner Auftrag oder, wenn das 50 Dateien sind, 50 Aufträge. Und jetzt wird spannend. Sie haben auf Ihren Plätzen Durchschreibsätze. Das sind Blöcke mit Durchschreibemöglichkeiten. Wenn Sie auf dem weißen Blatt etwas schreiben, erscheint das durchgeschrieben als Datensicherung auf dem blauen Blatt. Das können Sie dann abheften. Das war jetzt der Witz an der Geschichte. So, das ist jetzt ein 2-facher Durchschreibsatz. Den gibt es bis zu 7-fach? 7-fach. Das heißt, wir haben theoretisch 7 verschiedene Blätter, von denen 1 in 5 oder 6 Farben ist und das zweite ist dann noch in anderen Farben. Dem Drucker wird jetzt zu einem Auftrag das weiße Blatt, das grüne Durchschreibblatt und das blaue Schlussblatt angezeigt. Er hat die Möglichkeit, das einseitig oder doppelseitig zu bedrucken, einfarbig oder mehrfarbig zu jedem einzelnen Blatt. Diese Informationen, die hier drin stehen, die stehen komplett in den Druckaufträgen drin, werden so übernommen und der Drucker braucht dort nichts mehr zu schreiben oder einzustellen. Der kann 1, 2, 50, und das wird tatsächlich so gemacht, 50 Aufträge in verschiedenen Formaten zur Druckmaschine oder in den Workflow schicken und dann wird das entsprechend ausgeschossen und letztendlich als DIN A3-Format auf der Druckmaschine gedruckt. Das ist eine Möglichkeit von Durchschreibesätzen, wo eben die komplette Konfiguration mit den Papieren in den Dateien, in der Datenbank gespeichert ist und dann eben zum Druck weitergegeben wird. Hier noch ein anderes Beispiel, wo dann ein Zwischenblatt ist. Da ist ein weißes, ein blaues, ein grünes, ein gelbes Blatt. Alle Möglichkeiten bestehen, bei allen Blättern besteht die Möglichkeit, das vorder- oder rückseitig zu bedrucken. Und es steht teilweise für jedes einzelne Blatt eine unterschiedliche Seite vom Seiteninhalt drin. Das sind also relativ viele variable Parameter, die berücksichtigt werden müssen. Spannend wird es, wenn es dann nummeriert wird. Da muss dann irgendwo die Nummer noch auf der richtigen
Stelle stehen und sichergestellt sein, dass die fortlaufend eben zusammen sind. Das Ganze wird als PDF und JDF verarbeitet. Der Drucker macht dann nur noch eines, das sagst dann du. Im Endeffekt ist es ganz schön zu sehen, dass es auch Büromenschen, wie ich es auch einer bin, auch gern immer mal wieder machen, indem sie sich einloggen auf unsere Seite und den Job auswählen und im Endeffekt die richtige Maschine noch auszuwählen. Und dann kommt es ausgeschossen mit der richtigen Papierzuordnung auf der Maschine an und muss letztendlich nur noch der Druckverlauf, klar, auf der Maschine noch gestartet werden, wobei wir dran sind, dies auch automatisch zu machen, einfach zu kontrollieren und Papier nachzufüllen. Einfach, aber funktioniert bei uns ganz gut. Wenn ich da zurückdenke, wie das in den Anfangszeiten war, da war es so, dass irgendjemand auf die Idee kam, es gibt gelbes, grünes, blaues und rotes Papier. Der hat dann gelbe, grüne, rote und blaue Aufkleber an die Papierfächer geklebt. Es war aber in dem gelben Fach grünes Papier drin. Ich höre dann auf, ich mache das dann nicht weiter, aber das sind Sachen, mit denen man angefangen hat. Und hier durch diese JDF-Geschichte ist es so, dass das wirklich ganz, ganz einfach zu handeln ist. Und diese, wenn neue Druckmaschinen, wir haben am Anfang waren es, ich glaube, Druckmaschinen, mittlerweile sind es 8, die nur SC drucken. Ne? Und da sind dann umfangreiche Geschichten noch mit dabei, wo Deckblätter, Weiß, Zwischenblätter oder auch Vorder- und Rückseite bedruckt und die dann auf verschiedenen Maschinen verteilt. Aus gewissen Gründen werden die dann mal auf der und mal auf der gedruckt und dann zusammengetragen. Und auch dieses Aufteilen eines Druckauftrags auf mehrere Maschinen ist über das JDF, wenn man es dann verstanden hat und sich durch diese Tiefen des JDF durchgewühlt hat, extrem einfach und komfortabel. Dann gibt es noch ein anderes Beispiel, das sind Visitenkarten. Bei Visitenkarten, wenn Sie sich vorstellen, da gibt es verschiedene Art und Weisen, sie zu produzieren. Hier ist es so, dass dort teilweise am Tag, wie viele Visitenkarten werden da gedruckt? 400. Da sind unterschiedliche Formate, die Formate müssen aufgeteilt werden. Da ist die Auflage unterschiedlich. Da werden dann diese Druckaufträge zusammengefügt und zusammen ausgeschossen und entweder in Einzelnutzen oder in Sammelformen gedruckt. Und da werden auch diese Informationen über JDF weitergegeben, dass es eben 80x55 ist, dementsprechend ausgeschossen wird. Und dann gibt es zu den Visitenkarten noch verschiedene Optionen, dass zum Beispiel abgerundete Ecken, wie ich das hier habe, oder dass Klappkarten da sind, die also doppelt sind und dass man hier gefalzt werden muss. Diese Optionen werden zusätzlich noch auf dem Begleitblatt rausgedruckt und über JDF zu dem Druckauftrag mitgegeben und beim Begleitblatt mit aufgedruckt. Das sind die Maschinen bzw. die Farben, die wir da haben, mit Ausstattung der Maschinen, die wir da haben. Das ist einmal Schwarz-Weiß und Farbdruck. Möchtest du da nochmal zu den Maschinen, den Besonderheiten der Maschinen da was sagen? Ganz, ganz klassisch, wir haben die Toner basiert, einfach um die SD-Sätze zu drucken und sind da jetzt auch den Schritt gegangen in die Richtung Inkjet-Bogen, einfach um die Klickkosten für uns noch attraktiver zu machen, um Einsparpotenziale rauszuholen. Klar, der nächste Schritt, Inkrolle, wo auch immer die Reise hingeht, aber da gilt es noch Hausaufgabe zu machen, weil es halt doch dann nochmal eine andere Investition ist. Ja, der Offset ist noch da im Haus, aber wir denken digital, wir denken in die Zukunft und da wird es früher oder später auf der Strecke bleiben. Gut. Sie sehen hier, das sind hier die Tonermaschinen und Inkjet-Maschinen.
Und da sind dann Schwarz-Weiß-Maschinen, wo dann teilweise die Aufträge, je nachdem, was das eben, wie anspruchsvoll oder wie kreativ die Kunden sind, was sie haben wollen, das ist, da gibt es also keine Grenzen. Das sind diese Leistungsdaten der Maschinen. Und aus diesen Seiten pro Minute, die die Maschinen drucken, ergeben sich nachher wieder diese 15.000 Seiten pro Minute. Und das ist eigentlich ein Ziel, was man erreichen will, dass so viel wie möglich oder das, was die Maschine theoretisch leisten kann, dass das auch aus der Druckmaschine, auf der Druckmaschine gedruckt wird. Die große Herausforderung ist da aber, die Daten mit so wenig wie möglich Aufwand auf die Schienen zu bekommen. Und da ist es so, dass dann eben die Konfiguration der Aufträge im Vorfeld notwendig ist und später dann eben durch die vollautomatische oder durch die Übertragung per JDF an die Maschinen gelöst wird. Was wir da noch zusätzlich mit machen wollen in der Zukunft, ist auch zum Beispiel ein Steuerbogen für einen Schneiderautomaten mitzuschicken, dass man einen Stapel Druckaufträge nur noch in eine Schneidemaschine eingeben muss und diese Schneidemaschine automatisch liest, per Barcode liest, welche Sachen, welchen Auftrag oder welches Schneideformat sie nehmen soll. Diese Deckblätter müssen dann auch eben entsprechend gedruckt werden. Theoretisch oder vom Machbaren ist es relativ einfach. Das dann digital umzusetzen, ist dann etwas schwieriger, weil dann auch eben diese Formate oder die Formatierungen irgendwo hinterlegt werden müssen. Hier nochmal die Maschinen etwas anders aufgeteilt, wo es eben verschiedene Produktionsbereiche gibt, wo man einmal mit einer 10.000er Maschine und 15.000er Maschine sind. Das sind verschiedene Druckmaschinen, die eben unterschiedlich angesteuert werden. Das ist diese Auswahl an Druckmaschinen, die der Drucker letztendlich hat. Er kann entweder auf einer der beiden 10K-Maschinen oder auf der 15K-Maschine drucken. Und wenn die eine ausfällt, hat er die Möglichkeit, die Aufträge eben entsprechend auf die andere Maschine zu switchen. Wir haben da eben diese Möglichkeit auch genutzt, das Farbmanagement so zu machen, dass es im RIP, im Workflow passiert mit der PDF-Toolbox. Und so sind die Aufträge da auch unter den Maschinen, unter gleichen Maschinen austauschbar. Und zum Schluss versuchen wir dann noch, oder das ist, wir sind da dabei, das funktioniert schon, die Duplo, die Schneiderautomaten mit anzusteuern, dass man da so wenig wie möglich Aufwand hat, um das eben entsprechend umzusetzen. Wir haben hier unten in der Ecke noch eine Besonderheit. Das ist eine Offset-Druckmaschine. Wie groß ist die? Die Offset-Druckmaschine druckt SR3, knapp SR3. Teilweise werden Aufträge in A3 gedruckt und müssen auf diesem Kleinformat eben auch ausgeschossen werden. Da müssen Platten gemacht werden. Die Daten sind aber eigentlich für den Digitalbereich zuständig, vorrätig. Und da ist es so, dass im Grunde im Workflow diese komplette Ausschießen der Offset-Aufträge mit über diesen Workflow oder diese Auftragsauswahl passiert. Und ob ich jetzt einen Auftrag in digital oder offset oder gemischt drucke, das wird alles über eine Möglichkeit genutzt. Da wird allerdings nicht so viel JDF genutzt. Das ist ja eigentlich eher das Entscheidende hier. Dann haben wir uns, oder die Firma Rauschdruck, sich beworben beim Freistaat Bayern und hat Fördergelder gekriegt zu dem Digitalbonus Bayern. Den gibt es, glaube ich, in Baden-Württemberg auch. Der wird da, glaube ich, etwas anders umgesetzt als in Bayern. In Bayern gibt es einfach 50% von der Fördersumme. Und in Baden-Württemberg wird das ein bisschen anders umgerechnet. Was aber jetzt oder seit 2-3 Jahren gibt es das auch noch gibt, ist das Digital Jetzt. Eine Förderung, die bundesweit gilt, wo man zwischen 30-40% bekommt. Das heißt, man muss das Geld nicht zurückbezahlen, sondern kriegt es einfach vom Staat geschenkt. Da ist es so, dass bei dem Digital Jetzt
musste man sich bewerben. Da musste man monatlich immer auf einen Button drücken, ich bleibe dabei, ich bleibe dabei, ich bleibe dabei. Und der Herr Luxch, der Geschäftsführer, hat das gemacht und irgendwann hat er mich angerufen und sagt, ich bin jetzt gezogen worden. So, und jetzt Augsburg. Hat er das Augsburg ist auch Schwaben, deswegen vielleicht auch. Da ist es so, dass da auch eben die Förderung genutzt wird. Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie auch solche Sachen, nutzen Sie, wenn Sie Digitalisierung machen, auch solche Sachen, dass Sie da eben das ein oder andere Geld sich sparen können für die Investition oder beziehungsweise, wenn man das anders formuliert, dass der Staat da auch von den Steuern, die Sie zu zahlen haben, Ihnen etwas zurückzahlt. Es geht. Man muss da, glaube ich, ein bisschen Geduld haben. Ich war ganz überrascht, dass er mich angerufen hat und sagt, man hat in den Lostopf gegriffen und wir waren das los. Und das hat uns auch gefreut. Ich kenne einen anderen Kunden, der hat das leider nicht durchgezogen. Aber auch das gibt es. Und gerade wenn das eine bundesweite Geschichte ist, sollte man diese Sachen ruhig nutzen. Da haben Sie nochmal unsere Kontaktdaten. Wenn Sie also möchten, können Sie uns gerne ansprechen. Und dann die Frage, ob Sie Fragen haben. Genau. Die wäre sonst von Ihnen gekommen. Die kommt wie üblich. Ja. Gibt es Fragen dazu?